Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Eine weitere Folge, in der wir Dinge tun. Die Gemeinschaftsziele der Expedition sind anscheinend schon abgeschlossen und es gibt noch einiges für mich zu tun. In der letzten Folge hatten wir hier Blut im Wasser, mir eine sehr unangenehme Mission. Die habe ich jetzt abgeschlossen, weil die war schon wieder buggy und dann bin ich mir so hin und her geflogen und habe halt diese komischen Anglerfische da im Wasser gekillt. Das ist soweit erledigt. Jetzt gibt es eine Aufgabe Schneeblind. Das heißt, ich muss in einem Sturm, das muss jetzt nicht unbedingt Schnee sein, muss ich praktisch entlang laufen zu Fuß. Da fehlen noch ein paar Meter. Ich bin aber erstmal auf der Anomalie gelandet, weil es kam der Hinweis, ich soll mir mal das Anzugs-Upgrade holen hier. So, haben wir uns abgeholt. Sehr gut. Was kann der hier noch erforschen? Kann der mir noch irgendwas ein extra geben? Ach so, der schaltet mir praktisch neue Module frei und so weiter. Ja, eigentlich bräuchte ich mehr Platz. Wobei, Nanithaufen hätte ich ja jede Menge, ne? Was sind das hier? Eine persönliche Raffinerie. Moment, da kann ich in meinem Anzug Zeug raffinerieren, ohne das Ding aufzubauen. Das wäre aber schon nicht schlecht, oder? Sollen wir das vielleicht mal freischalten? Was ist hier? Ein Übersetzer? Ich schalte das mal frei. Da müsste ich, glaube ich, erstmal hier ran. Und dann die MK2. Was haben wir denn sonst noch so Schickes hier? Ein einfacher Übersetzer. Verbesserter Übersetzer. Ja, das Thema ist einfach, dass ich keinen Platz habe in meinem Exo-Anzug. Ich habe ja keinen Platz mehr frei. Vielleicht kommt das während der Mission. Ach, da unten sind doch noch Plätze. Keiner hat mir gesagt, dass unten noch Plätze sind. So ein Mist. Moment. Gerade noch bemeckert. So, Wasserschutz haben wir noch eingebaut. Dann haben wir hier so ein Wasserjetpack. Das müsste ja dahin passen. Was haben wir noch? Da haben wir noch Waffenteile. Das Minotauren. Das ist alles so ein Kram, den ich noch nicht einbauen kann. Aber wir können hier mal so ein bisschen durchsortieren. Und ich glaube, die habe ich schon mal im Raumschiff, ne? Genau, da habe ich jetzt das alles voll. So weit, so gut. Ja, dann lass uns mal den Planeten verlassen. Den Planeten vor allen Dingen. Die Anomalie verlassen. Was, man kann doch einen Technologieplatz kaufen? Aber wir haben ja, ne? Kann der mir denn hier noch was extra freischalten? Wo ist denn hier Platz? Also das sind alles Add-ons, oder? Handelsrakete. Oder muss ich in meinem Anzug was anklicken? Das sind jetzt die Add-ons, ne? Die habe ich ja noch nicht fertig. Da brauche ich isolierter Kobalt, einen Quantencomputer. Oh, das könnte ich einbauen, die persönliche Raffinerie. Zack. Und wie funktioniert das jetzt? Ach, einfach wieder. Das ist ja cool. Cool. Das ist ja geil. Das finde ich super praktisch. Da muss ich nicht so ein blödes Ding aufstellen, was ich dann immer wieder vergesse mitzunehmen, ne? Cool. Ja, kam jetzt auch schon ein paar Mal in den Kommentaren. Das Thema ist nur, dass ich so selten No Man's Sky aufgenommen habe. Jetzt ist es so die letzten Tage, bevor die Missionen überhaupt machbar sind. Die Expedition machbar ist, wollte ich sagen. Nicht die die Mission. So, jetzt müssen wir mal auf dem Planeten landen. Und gucken, dass wir in den Sturm geraten. Der Witz ist, als ich diese komischen Anglerfische gejagt habe, übrigens eine ganz schlimme Mission,
Da bin ich ständig irgendwie erfroren. Ich gehe jetzt mal hier runter, mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück und geraten einen Sturm. Und jetzt, wo ich den Sturm suche, kam nicht ein Sturm in der kompletten Zeit. Also ich habe ja ungefähr gefühlt, ja, 20 Minuten vorher, 30 Minuten habe ich ausprobiert, wie ich das Ding finden könnte. Und ich habe nichts gefunden. Achso, geht nicht, ne? Vielleicht sollte ich hier mal kurz raus und wieder reinfliegen. Jetzt hoffe ich, dass ein Sturm kommt. So. Auf jeden Fall ist schon mal Nacht geworden. Haben die Landeplatz davor? Die haben Landeplatz. Bestimmt kommt doch gleich der Sturm, bin ich mir sicher. Muss ja. Oh. Ich geh mal hier rein. Die meinen ja bestimmt nicht mich. Tachchen. Hier gibt es auf jeden Fall Handelsterminal. Irgendein Blaster. Ich setze mich jetzt hier hin und warte auf den Sturm. Jetzt weiß ich ne. Hier habe ich doch Hall gerade gesehen. Hier ist doch Hall. Jetzt ist ja die Frage, ob er mir hier drinnen Sturm anzeigt. Aber ich meine ja, ne? Wenn man in Gebäuden ist auf dem Planeten, sagt er dann. Achtung, Sturm. So, ich rede jetzt mal mit dem hier. Vielleicht können wir aus von ihm lernen. Okay. Korvax. Exoven, Oscar Buggle. Was gebe ich ihm denn? Ferrit oder Kohlenstoff? Ich gebe ihm Ferrit. Was? Hast du in die Hüfte gesteckt? Lass doch sowas. Nichts passiert. Was? Jetzt der aus. Nee, wach wieder auf, Kerl. Ich gebe dir auch andere Sachen. Oh Gott, habe ich ihn deaktiviert? Ey. Hey, werd wach, mein Freund. Du kannst mich nicht allein lassen. Ah, ist wieder wach. Ui, was ein Glück. Narkolepsie wahrscheinlich hier. So, nochmal. Achso, er mag nicht mehr mit dir reden, weil ich ihm das falsche Zeug gegeben habe. Ist schon okay. Und du? Hat Baupläne und Komponenten, okay. Was hast du denn? Achso, das ist der normale Handelsposten. Verstehe. Fortgeschrittener Minenlaser. Den habe ich, glaube ich, noch nicht eingebaut bei mir. Weißt du was? Den kaufe ich ihm jetzt mal ab. Weil Problem war... dass ich immer die großen Sachen nicht einbauen konnte. Kabelbäume haben wir schon mal eingebaut. Dann brauchen wir ein Kohlenstoffrohr und ein hermetisches Siegel. Also Kohlenstoffrohr kann ich meines Erachtens selber herstellen. Dann kann ich ein hermetisches Siegel selber herstellen. Ich glaube, das muss man kaufen, ne? Oder? Da, hermetisches Siegel. Das war ja einfach. So, endlich den großen Minenlaser. Das ist nämlich das Problem immer gewesen. Ich konnte diese großen Felsen gar nicht abbauen. Steck mal deine Waffe wieder weg. Wir sind hier unter Freunden. So, jetzt noch ein Sturm. Das würde mich sehr glücklich machen.
Aber irgendwie tut mir das Spiel nicht den Gefallen. Jetzt habe ich schon wieder Wächteraktivitäten. Was denn jetzt? Sind die aktiviert hier draußen? Ah, die Echsen sind wieder da. Ich verstehe. Noch jemand? Fertig? Fertig. Ja, wir werden es nicht glauben, so ging es mir die ganze Zeit. Dass hier einfach kein Sturm aufgetreten ist. Was machen wir jetzt? Warten wir jetzt hier ab, oder? Meine, wir können ja nicht hier blöd... Wir können doch nicht hier einfach blöd rumstehen und warten, dass hier ein Sturm kommt, oder? Ich könnte ja mal den Minenlaser ausprobieren, ob der funktioniert. Noch nicht analysiert. Silberansammlung. Wenn ich jetzt Silber abbaue, kommt doch bestimmt der Sturm, oder? Was in den Kommentaren wird dann stehen, dass du Stürme auf Planeten mit aktivierten XY findest. Aktivierten XY? Da ist ein Sprachmodul, da gehen wir mal ran. Korvax, Korvax, Nutti, Nutti. Okay, alles klar. Nutti, Nutti. Wissen annehmen. Entität haben wir gelernt. Hallo Drohne. Natürlich auch nicht gerade ideal, um jetzt hier Silber abzubauen, wenn eine Drohne rumschwebt. Da gibt's... Gibt's nur wieder Stress. Nee, ich habe meine Waffe nicht gezogen. Guck mich nicht so an. Das scheint nicht zu interessieren. Perfekt. Nee. Warte mal, ich packe mal mein Moped hier. Ich stelle es einfach in den Sichtkegel.
Vielleicht kommt ja ein Sturm in der Zeit. Das wäre ja auch was, ne? Bum bum. Bum bum bum. Nee, auch wenn ich Silber abbaue, kommt kein Sturm. Irgendwie habe ich kein Glück, oder? Ich würde sagen, ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich habe ja normal keine Cuts gemacht bis jetzt in dem Let's Play. Und hoffe, dass ich bald einen Sturm finde. Weil da müssen wir jetzt nicht... Hallo, Made. Du siehst aber niedlich aus. Geht's dir gut, Made? Mein Freund, die Made. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn hoffentlich ein Sturm kam oder sowas. Ich habe keinen Plan, wie ich hier einen Sturm provozieren kann. Ich glaube, das Spiel mag mich einfach nicht. Wenn ich einen Sturm brauche, kommt keiner. Gut, bis gleich. Da ist er schon wieder zurück. Ich bin auf dem gleichen Planeten. Jetzt kam der Hinweis, ich kann hier einfach die anderen Expeditionsteile machen hier. Granatwerfer 4 Ziele gleichzeitig treffen. Okay, wir gucken erstmal nach dem Plasmawerfer, Kampfvisier. So, das sind die Kugeln, ne? Ja. Gut, dann müssen wir, glaube ich, nochmal hier irgendwie das Ding hier aktivieren. Da müssten die Viecher wieder kommen und dann sollten wir das hinbekommen. Nein? Jetzt kommt kein Sturm und auch keine Bugs. Kann ja auch nicht sein, oder? Wärmeschutz bei 50%. Wenn nicht, fliegen wir einfach nochmal hoch. Ich rufe mal mein Raumschiff hier. Ne, das kann ich auch hier machen, ne? Die haben doch so einen Landepümpel hier gehabt, oder? Oder kann ich vorne an das Terminal gehen, wenn ich mich recht erinnere? Voll ins Gesicht. So, wir suchen uns jetzt einfach mal einen anderen Planeten. Dahinter ist doch noch einer, oder? Hinter dem Planeten, wenn ich das richtig sehe. Ich fliege mal kurz außen rum, weil ich meine, hinter dem Planeten noch was gesehen zu haben. Also, wir kriegen jetzt Sturm plus Gegner plus alles. Brutaler Planet, das klingt doch nach unserem... Das klingt doch genau nach unserem Geschmack. Boah, das haben wir ganz schöne Reise, oder? Wie lange ist das Ding denn entfernt? Ich glaube, das erste Universum, wo es so weit weg war. Von Dex Gamer entdeckt. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich die Expedition noch fertig bekomme in der Zeit. Weil bei mir ist halt immer so ein Zeitding neben Arbeiten und Spielen wie Seven Days to Die zocken und im Moment kommen ja noch viele neue Titel raus. Ist aber ein bisschen schwierig, dass man da die Zeit findet, um dieses Spiel zu zocken. Aber die Mission finde ich schon ganz cool. Was eine Reise. In der Zeit können wir ja schon mal wieder aufladen, oder? Würde ich sagen.
Der Rest sieht ganz gut aus. Und ein Multiwerkzeug. Sieht auch gut aus. Planet mit extremem Wetter entdeckt. Oh, der hat Vulkane und so ein Kram. Hat der eine Landebasis für mich? Ich guck mal, ob ich hier so landen kann. Ei, was ein schicker Planet. Guck euch das mal an. Eine Basis, die aber ziemlich leer ist. Mehr als ein Basiscomputer steht hier nicht drin. Was ist denn das Cooles? Wir scannen erstmal durch. Yes! Ja, das ist gut. Endlich. Au. Oh, das Ding ist aber sehr effizient. Nur die Frage, wie kriege ich jetzt extremer Sturm? Sehr schön. Dann können wir doch die andere Mission wieder aktivieren, oder? Erkunde während aktive Stürme. Ist das jetzt aktiv? Warum blendet das jetzt nicht mehr ein? Extreme Wetterbedingungen, aber es steht halt auch nichts dabei, ne? Warnung, extremes Wetter. Aber das scheint nicht zu zählen. Doch, 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 jetzt. Sehr schön. Ja, wenigstens ein Vorteil hat es ja, dass ich unterwegs war, ne? Ah, das geht nicht. Fliegen zählt nicht dazu. Okay. Wasserstoff. Uganit. Sturmkristalle. 144 Metern. Bisschen weit weg, oder? Meter. Mal gucken, wir rennen jetzt dahinter, da haben wir noch einen Sturmkristall.
Dann sollten wir auch hier die Mission beendet haben, oder? Oh, nein, nein, nein. Boah, Loch im Boden. So, zurück zur Lücke, in die Richtung müssen wir. Na, da haben wir es doch geschafft. Ein signifikantes Lebenserhaltungs-Upgrade. Und ein Bewegungsmodul. Ein Jetpack. Tja, wo bauen wir dich denn ein? Da haben wir keinen Bauplatz mehr hier oben. Bauplatz, Einbauplatz. Hier ist noch ein S-Modul, das ist doch besser als das, oder? Können wir das nochmal bitte wieder lagern mit X? Achso, das muss ja anders. So, jetzt haben wir nämlich dreimal S drin. Das ist doch das Bessere als das X, ne? Ich glaube, das vierte geht sowieso nicht. Meine ich. So, vier Stück, viermal Leben. Und dann haben wir noch ein Lebensupdate. Da haben wir jetzt ein Problem, da haben wir nämlich keinen Platz für. Oder wir müssen das anders anordnen. Lass mal kurz gucken. Vielleicht können wir das umsortieren. Ja, wir machen das so. Müsste doch passen, oder? Okay. Ja, Jetpack kriegen wir halt schwer hier rein. Wir müssten höchstens oben quer gehen. Das könnte funktionieren. Da haben wir auch noch ein Jetpack-Modul, sehe ich gerade. Wie machen wir das am besten? Hier oben quer und das dahin? Warte mal, dann machen wir mal die Raffinerie. Dahin. Du dahin. Du da. Und du da. Jetzt haben wir sie alle eingebaut. Ne? Jetzt sind sie alle drin. Habe ich noch irgendwas vergessen? Aber ich glaube, jetzt korrespondieren die alle. Außer das eventuell mit dem. Das können wir aber doch bestimmt... Können wir das mal einlagern? Warte mal, wie geht das mit X? So müsste es gehen. Oh. Jetzt sind sie alle aktiviert, oder? Wenn ich das richtig sehe. Bis auf natürlich unser Gefahrenschutz. Cool. Was haben wir hier noch? Lebenserhaltungsmodul. Dafür habe ich keinen Platz. Das Einzige, was wir machen können, wir können das C austauschen. Dass wir das C gegen das aus... Oder kann ich das austauschen? Ne, es muss drin bleiben. Das ist das Standardmodul. Ja, wir haben nicht genügend Plätze frei, ne? Aber dann können wir das hier vielleicht austauschen. Das gibt 10%. Und da sehen wir es. Dann baue ich das nochmal aus und baue das hier ein, weil dann haben wir zweimal A drin. Wenn wir später wieder Platz kriegen, können wir das ja immer noch nutzen, ne? So. Gut. Soweit, so gut.
Gut. Das haben wir erledigt, das haben wir abgegeben. Dann haben wir das mit der Granate und lila Nebel. Eliminiere Wächter. 32. Oh Gott. Das gibt natürlich echt noch ein Ding, ne? Da müssen wir Wächter anlocken. So, was kann ich machen, dass ich hier Viecher kriege? Da ist doch ein Wächter, oder? Verdorbene Drohne, ist das das? Oder wann kommen die Wächter? Werde ich jetzt bestraft? Ich war ein böser Junge. Was bist denn du? Gravitationsball. Oh, Wächter. Jetzt kommen Wächter. Wo ist denn der Wächter? Da kommen sie. Komm zu mir. Ich höre die doch. Ich sehe sie aber nicht. Da sind sie doch. So, jetzt gehen wir mal Richtung Raumschiff, dass, falls es zu kritisch wird, dass ich einen Rückzugsort habe. Hm. Ah, da. Na, jetzt würde mich doch einer hier noch finden. Oder haben die Angst, wenn man an der Basis steht? Na gut, Sturm ist natürlich nicht so toll. Sag ja, wenn ich den Sturm nicht brauche, kommt er mit Sicherheit. Toll, jetzt sehe ich noch nicht mal mehr Wächter, wa? Ne? 37, der ist so nah. Au, von irgendwas werde ich beschossen. Oh. Hä, wo sind die? Da. Was ein Stress hier, oder? Schlechte Sicht. Da sind sie.
17 haben wir schon. Jetzt können ja mal so 5 oder so auf einmal kommen, 4 auf einmal kommen, dann könnte ich den Granatwerfer nutzen. Plasmawerfer, so. Hätte ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Sturm lässt nach. Wir sehen zumindest schon mal mehr. Ja. 95 Meter. Die sind noch gar nicht so weit entfernt. Komm doch mal zu mir. Jetzt werde ich beschossen. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Wo ist denn der Multi? Da ist der Multi. So. Hä? Der tarnt sich. Tarn dich nicht, seh dich doch nicht sonst. Ich sehe sie nicht, ne? Wo ist denn der mich hier als beschießt? Noch 7 Wächter. Müssen wir noch hinkriegen. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal hier hoch. Dann sehe ich die vielleicht auch besser. Ah, da ist ja einer. Was? Wo? Da. Wie brauche ich denn noch, Mama?
Ach, ich zerschieß die Beutel als, ne? Noch 3 Stück. Beim letzten Mal, als ich auf so einer hohen Fahndungsstufe war, nenne ich es jetzt einfach mal, da war es doch so, dass dieser riesen Roboter kam, aber irgendwie finden mich die Wächter hier nicht, habe ich das Gefühl. Da, 28 Meter in die Richtung. Wächter suchen. Und ich stehe hier und die kommen nicht mehr. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt komm her! Da ist einer. Noch 2. Huh. 97,90 in die Richtung, da 42 in die Richtung. Da ist einer. Komm, ich will zumindest die Wächter fertig haben. Ob ich jetzt das mit Granaten schaffe, das kann ich auch bei den Käfern machen. Da ist noch einer. Au. Habe ich es geschafft? Na, das ist aber eine Punktlandung gewesen. Was habe ich getroffen? Dissonanzkoordination. Kann ich da hinfliegen irgendwie? Wo ist die Distanzkoordination? Da oben ist sie. 8 Stunden nur, okay. Okay, wir fliegen mal eine kleine Parabel. So, E gedrückt halten, Feuer frei. Ein Wächter fehlt noch? Ah, dann war das mit den Granaten nur abgeschlossen, ne? Ah, wir finden noch einen. Naja, passt schon. Was bist denn du für ein geiles Schiff? Ist das jetzt meins? Kann ich das mitnehmen? Oh nein! Kann ich nicht rein oder was? Oder stehe ich zu nah oder was? Warte mal ganz kurz ab. Ich lade mal ganz kurz hier auf. Erstmal in Ruhe, ne? Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. So, im Anzug sieht es ja ganz gut aus, ne? Persönliche Raffinerie ist nichts. Multiwerkzeug. Das Multiwerkzeug. Ja, gut.
Heb noch mal ganz kurz ab, oder? Wir können ja mal die Quest abholen, ne? Ja. Haben wir die schon abgeholt? Plasmawerfer Upgrade? War doch die, oder? Feuer im Loch. Fire in the Hall. Inventar voll wieder. Nee, oder? Ach, wieder der gleiche Mist. Was können wir denn weglegen? Boah, nee, das kristallene Herz haue ich bestimmt nicht weg. Oh, guckt euch das mal an, was das Zeug wert ist. Was heben wir, was lösen wir auf? Wir müssen irgendwie Platz schaffen im Inventar. Gut, Ferritstaub könnte ich mir so besorgen, ne? Mein Raumschiff ist leider auch knackenvoll, da ist auch kein Platz frei. Was kann hier raus? Also die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir, um den Kram herzustellen, ne? Salz. Das Fischfilet. Die Frage ist, können wir uns den Punkt hier markieren und kommen hier einfach wieder zurück, oder? Würde ich sagen. Das Salz wegmachen? Das langt aber trotzdem nicht. Wir haben ja viel zu wenig Platz. Am besten wäre, wenn wir mal verkaufen könnten. Ha. Ich habe halt auch null Platz. Ne? Das Raumschiff hat relativ wenig Platz. Und hier sind halt die ganzen Add-ons, die mir unheimlich den Platz verstopfen. Was ist denn das hier nochmal? Das ist irgendwas für den Roboter. Du bist auch Minotaurus und du bist auch Minotaurus. Du bist auch Minotaurus Upgrade. Das ist alles Minotaurus Upgrade. Okay, wir lösen das hier auf, wir lösen das Salz auf. Kohlenstoff lösen wir auch auf und Kupfer kann ich mir auch wiederholen. Und das bisschen Gold kann ich mir auch wiederholen, oder? Hier, das Silber hau ich weg. Oh, passiert, ne? So, hier haben wir noch zwei, drei Plätze frei, dann schieben wir das mal so. Alles hier in die Ecken rein. So, jetzt haben wir eins. Oh, da ist ja noch mehr Platz hier unten. Ein Echo-Ordnungsgerät. Cool. Das Fleisch. Das finde ich ein bisschen schade, was wir gewonnen haben. Haben wir im Raumschiff vielleicht noch Fleisch? Ne, haben wir alles verkauft damals, ne? Ach komm her, scheiß drauf. So. Was bist du? Du bist ein Gravitationsball. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 müsste reichen. So. Ist das hier? Ein Plasmawerfer-Modul-Upgrade. So, wo ist der Plasmawerfer? Da unten, oder? Wieso wirkt das alles so durcheinander? Hatte ich das nicht gerade sortiert? Ah ne, es war im Anzug, ne? Plasmawerfer. Da gehörst du schon mal nicht hin. Da ist Plasmawerfer und hier ist Plasmawerfer. Dann packe ich dich da oben hin. Dich da hin. Das ist ein engen Mörser. Der hat noch gar keine Verbindung, sehe ich gerade. So, haben wir auch eingebaut.
So, sonst haben wir noch nichts, oder? Was haben wir hier bekommen? Galatartige Pampe. Ein Nahrungsmittel. Naja, wir haben zumindest Platz. So, lila Nebel. Jetzt brauchen wir noch einen Wächter, dann haben wir auch die Mission abgeschlossen. So, was ist mit dem Moped? Wieso kann ich hier nicht einsteigen? Muss ich vielleicht meinen ein bisschen zur Seite parken? Nein. So, wo kann ich denn hier parken, dass ich an das Vieh rankomme da? Ich land mal hier vorne auf der Kante, dann habe ich gleich ein bisschen mehr Platz. Das hat nicht ganz geklappt, mein... Hallo? Mein Landecomputer ist besoffen. Gut, mit dem Landewinkel, wie ich hier rangekommen bin, ist natürlich auch schwierig. So, jetzt aber. Land jetzt. Okay, das funktioniert. Irgendwas ist doch hier, ist hier ein Wächter unterwegs? Da ist ein Wächter, oder? So, dann habe ich auch die Quest abgeschlossen, kann das sein? Muss ich hier ran? Die würde ich schon ganz gerne dann in meinem Exo-Anzug aufheben. Alpha bis Omega! Hier hast du Schaltkreise, ich gebe dir die. Oh. Hau ab jetzt. Verschwindet, ich will... Geh weg! Jetzt sammle ich wieder 5 Tonnen Fleisch ein. Können wir es mal sein lassen? Jetzt können wir nicht Freunde sein. So, darf ich jetzt hier einsteigen? Nö. Wie komme ich hier rein in die Hütte? Ah. Muss Dinge reparieren. Oder muss ich das rausnehmen? Die Technologie ist kritisch beschädigt. Die Pilotenschnittstelle. Strahlende Splitter, umgekehrter Spiegel und harmonisches Gehirn. Alles, was man so dabei hat, ne? Ich kann hier auf jeden Fall nicht einsteigen. Das Ding ist so kaputt. Wo war denn das vor allen Dingen eben? Wie ging das eben nochmal? Ist das eine Aufgabe? Okay, ich löse das erstmal auf. So, Phase 4, Abschluss. So, ich steig mal ganz kurz ein. Erstmal wieder sortieren, was mit den Missionen ist.
Ist mein Inventar auch noch so voll? Guck mal, das Modit ist da auch nichts wert. Lass mal auf. Ah, Wächter, Waffensplitter. Muss ich das einbauen bei mir? Ach, das ist die Waffe, ne? Ja, ich habe aber keinen Platz in meinem tollen Modul. Doch, hier oben passt es hin und hat sich sogar kombiniert. Das ist ja gut. Was haben wir da noch? Noch ein verbotenes Multi-Werkzeug-Tool. Tja, wenn ich wüsste, was das hat. Das hat 11% Feuerrate, das hat 7% Feuerrate, Nachladezeit und 1% mehr Schaden. Wenn ich das jetzt ausbaue... Oh, Feuerrate plus 12%, das nehme ich mit. So. Geborgenes Glas. Das haben wir eben alles aus diesem Raumschiff ausgebaut, ne? Hier, yeah, fleischige Gestücke hauen wir weg. 14.000, die haue ich alle weg. Das nimmt nur Platz weg. Und vor allem 14.000 ist ja im Verhältnis zu dem, was wir bis jetzt an Belohnung bekommen, gar nicht, ne? So, jetzt nochmal zur Mission. So, das ist alles abgeschlossen, ne? Getilgt, getilgt, getilgt. Phase 4 abgeschlossen. Wir kommen zu Phase 5. Das haben wir schon abgeschlossen. Der Liquidatorarm rechts, die Anpassung. Gegner mit dem Minotaurus eliminieren. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie eine Basis aufbauen, bei dem wir den Minotaurus aufbauen können. Ich muss mir echt eine Basis bauen? Das ist natürlich krass. Okay, das ist aber nicht die Quest. Welche ist denn die Quest mit dem Raumschiff, frage ich mich. Ist das das hier? Das hier. Ne? Sekundärmission. Das Schiff für einen Nicht-Wächterpiloten tauglich machen. Okay, wie kriegen wir das denn hin? Extremes Wetter, ja. Dann ist das so. Achso, wir sollen uns jetzt hier scannen. 433 Meter. Geborgenes Glas. Was haben wir denn hier alles bekommen? Boah, das ist ziemlich viel wert. Das würde ich ungern vernichten, ne? Sauerstoffwiederherstellung. Ja, ich habe leider keinen Slot frei in meinem schicken Inventar. Exo-Ortungsgerät, Hyalin. Ah, Unterbewusstsein sondieren. Ja, bevorstehender Sturm. Resonieren. Strahlensplitter abbauen, um die Pilotenschnittstelle zu vervollständigen. Strahlende Splitter abbauen. Sind das strahlende Splitter? Nein. Seid ihr strahlende Splitter? Nee, du bist Akazit. Okay, 431 Meter in diese Richtung. 379 Meter in die Richtung. Aber vielleicht sollte ich mir meinen Moped da runterparken, oder? Oder laufen wir dahin? Ich warte jetzt kurz den Sturm ab. Ich muss warten, bis der Sturm fertig ist. Hört bestimmt gleich auf. Komm, hör auf, bitte. Wisst ihr was? Wir machen in der nächsten Folge weiter.
Ich sehe jetzt gerade, dass wir bei einer knappen Stunde sind. Von daher machen wir das einfach in der nächsten Folge. So, wir werden uns einen Raumschiff holen. Das ist so sicher. Das machen wir auf jeden Fall. Also, ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut bis dahin. Und ich freue mich drauf. Tschüss.